würde ich gerne von euch wissen, was ihr alles so gesehen habt. Ja? Ich habe jetzt auch gesehen von der Tochter die Bilder. Genau. Von der Tochter im Bund. Ja? Habt ihr die alle gesehen? Ja. Ja. Super. Was ist denn auf den Bildern? Ja? Blumen und eine Wiese. Blumen und eine Wiese. Richtig. Blumen hat die Frau Pankok ganz gerne gemalt. Wie heißt denn die Frau Pankok mit Vornamen? Eva. Eva Pankok, ja. Eva Pankok wurde 1925 in Düsseldorf geboren. Sie ist das einzige Kind von Otto und Hulda Pankok. Es war selbstverständlich, dass ich anfing zu malen mit Farbe. Denn wenn ich bei meiner Großmutter war, sie hatten auch eine Angestellte mit ganz roten Backen. Und dann kriegte ich richtiges Malpapier, so groß. Und dann habe ich so einen großen Kopf gemalt, habe ich oben drüber steht Omas Else. Und warum? Die hatte rote Backen. Und das fand ich so schön, rot. Und dann habe ich also diesen riesen Kopf gemacht. Nee, ich darf nicht aufhören. Ja. Während der NS-Zeit erlebte Eva die Verfolgung und Ausgrenzung ihrer Eltern und ihrer jüdischen Freunde. Als Jugendliche wollte sie Ärztin werden. Ihr Vater erkannte früher als sie ihre Leidenschaft für die Malerei. Ich dachte auch, du wirst Arzt, ne? Darum wollte ich ja das Abitur haben, ne? Die Malerei hat gesiegt, aber das hat mein Vater gewusst. Wie ihr Vater verzichtete Eva auf eine akademische Ausbildung. Sie malte mit ihrem Vater nach der Natur. Sie begleitete ihn auf Reisen. Vor allem die Landschaften der Provence und Osteuropas standen im Mittelpunkt ihres Schaffens. Im Gegensatz zu ihrem Vater malte Eva in Farbe. Ja, das war in Mazedonien oder Montenegro. Nee, das gehört zu Montenegro. Zu meinem Geburtstag haben sie auch, ohne mich zu fragen, haben sie alle meine Bilder jetzt aufgehangen. Ja. Aber nur ein paar Wochen und dann kommt mein Vater wieder ganz und gar. Ne? Aber es ist da, in der Gegend ist es auf jeden Fall. Auch von 56. Nach dem Tod ihres Vaters baute sie mit ihrer Mutter in der ehemaligen Scheune von Haus Esselt ein Museum für die Werke Otto Pankoks auf. Ein Holzschnitt auf einem Bügelbrett. Manchmal war das Holz knapp. Ihr ganzes Leben lang bewahrt und verwaltet Eva Pankok das Erbe ihrer Eltern. Bis ins hohe Alter reist sie regelmäßig in die Provence und malt ihre Landschaften. Ich rauche nicht mehr, nur wenn ich ein Bild mache, sonst nicht. Wenn ich es fertig habe, dann muss ich noch mal hänge es da an der Wand und dann kann man noch gucken. Und ja, und dann und trink ein Pastis, ja, Pastis nicht, sagt man noch was anderes, aber weg.